Heimatpolitik ist eine gestaltende Politik. Sie betrifft zunächst erstmal den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der ja in unserem Land durchaus verbesserungswürdig und verstärkungswürdig ist. Daneben aber betrifft es den ganzen Bereich gleichwertige Lebensverhältnisse, weil diese beiden großen Überschriften bilden eine Einheit. Ich kann nur da gut leben, wo auch die Infrastruktur ist, und nur da entwickle ich eine Zugehörigkeit zu meiner Umgebung, aber auch zu meinem Nachbarn und auch eine Identifikation mit dem großen Ganzen. Und daran arbeiten wir. Gleichwertige Lebensverhältnisse sind nicht, dass alles gleich ist. Allein die Mieten in München werden immer höher sein wie die Mieten in der Uckermark, aus letztlich guten Gründen. Und es geht auch nicht darum, dass wir sie angleichen, sondern es geht um gleiche Zugangsmöglichkeiten. Die ärztliche Versorgung in der Stadt muss in etwa der entsprechen auf dem Lande. Das heißt, man hat vielleicht dort etwas längere Zeiten, aber sie dürfen nicht über Gebühr lange sein. Ich muss auch auf dem Land den Zugang haben zu kulturellen Einrichtungen und auch zu kulturellen Anlässen muss ich dabei sein können. All das verstehen wir unter gleichwertig. Wir haben zurzeit in unserem Land festzustellen, dass sich disparitätische Entwicklungen stark machen. Das heißt, wir haben Flächen und Gegenden, die an sich sehr prosperieren, in denen es letztlich wunderbar läuft. Aber wir haben auch andere Bereiche, die leicht zurückfallen oder auch schon, wie man so schön sagt, abgehängt sind. Und unser Ziel ist es, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Erstmal sie zu stoppen und die Gegenden, die jetzt bereits nicht mehr so stark sind als Ganzes, wieder nach vorne zu bringen. Alleine der Unterschied im Finanzaufkommen zwischen der Hansestadt Hamburg und Thüringen ist wirklich beachtlich und zeigt die unterschiedliche Entwicklung, die sich dann daraus ausdrückt. Wir haben über viele, viele Jahre, man kann sagen über Jahrzehnte hinweg in Deutschland, wenig aktive Strukturpolitik betrieben. Der Grundgedanke der Politik war, das freie Spiel der Kräfte, die Marktwirtschaft, all das wird es schon richten. Wir müssen feststellen, dass dieser Gedanke durchaus richtig ist, aber eben nicht in allen Gegenden dazu beiträgt, dass alles gerichtet wird. Eine Telekom hat ein hohes Interesse daran, weil sie wirtschaftlich ausgerichtet ist, mit möglichst wenig Masten ganz viele Menschen zu bedienen. Bis in den letzten Winkel, wo dann de facto kaum noch einer da ist, für den sich der Bau des Mastes lohnt, ist natürlich für die Telekom eine Frage dann der wirtschaftlichen Betrachtung. Und dann werden eben die Beschlüsse und Entschlüsse gefasst, die dazu geführt haben, dass ca. 20% der Fläche unseres Landes, Deutschlands, nicht digital versorgt werden. Da beginnt der Paradigmenwechsel der Politik, den wir alleine dadurch erreicht haben, dass das kleine Wort weitgehend gestrichen wurde. Bei der letzten Versteigerung der Lizenzen wollte man wieder wie früher die Bedingungen so gestalten, dass sich die Telefonanbieter verpflichten, weitgehend ihre Dienste in Deutschland anzubieten, was tatsächlich heißt, dass nur 80% der Fläche dann unter diese Versorgungsleistung gefallen wären. Die Heimatabteilung, auch vor allem Minister Seehofer, hat sich sehr, sehr dafür eingesetzt, dass das Wort weitgehend gestrichen wird, weshalb jetzt die Versorgung der Fläche in toto, also zu 100% zu erfolgen hat. Der Plan für Deutschland beruht auf der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse. Diese Kommission hat getagt von Mitte 2018 bis März 2019. Der Kommission haben alle Bundesländer angehört, alle kommunalen Spitzenverbände und de facto alle Ressorts. Also es war wirklich eine Bündelung von Sachkompetenz, wie sie in Deutschland vermutlich auf dieser Basis noch nicht ergeben hat. Diese Kommission mit verschiedenen Arbeitsgruppen hat ein großes Papier, nämlich den Plan für Deutschland, entwickelt. Und aus diesem Plan für Deutschland hat dann die Politik 12 Überschriften, also 12 Punkte destilliert. Und diese sind dann ja auch durch einen Kabinettbeschluss am 10. Juli dieses Jahres veröffentlicht oder beschlossen worden und dann veröffentlicht worden. Und all das, was in diesem Plan drinsteht, soll jetzt umgesetzt werden und ist der Plan für Deutschland, um Deutschland als Ganzes wieder zukunftsfähig zu machen. Die nächsten konkreten Schritte bestehen darin, dass die Ressorts, die jeweils nach wie vor für die Umsetzung zuständig sind, immer in dem Bereich, in dem es sie betrifft, dass diese jetzt sich an die Umsetzung auch machen. Und es ist jetzt ein Staatssekretärsausschuss gebildet worden, auch wiederum unter Federführung des Bundesinnenministeriums, der jetzt diese Umsetzung überwacht. Er hat einmal getagt als erste Auftragveranstaltung. Er wird ein zweites Mal tagen, Anfang oder Mitte November. Und dann wird es immer so fortgehen.
Und alle Ressorts, die von diesen Maßnahmen betroffen sind, und es sind alle Infrastrukturministerien, müssen dann immer wieder berichten, wie weit sind sie gekommen, und müssen dann dort quasi Rapport leisten. Ich denke, dass wir uns überlegen müssen, wie wir die Planungsverfahren wieder straffen können. Das bedeutet, dass erstmal natürlich mehr Personal da sein muss für die Durchführung dieser Verfahren. Vielfach sind in den Ländern und Kommunen die entscheidenden Bereiche oder zumindest gekürzt worden, auch wiederum in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Das muss sich ändern. Aber die Frage ist auch, ob wir weiterhin uns in Deutschland derartig lange Prozesse erlauben können und ob wir nicht in Zukunft wieder größer denken müssen, in größeren Zusammenhängen denken müssen, über Länder hinweg denken müssen und dem Bund auch eine gewisse Planungskompetenz für große Raumordnungspläne einräumen müssen.